Ein herzliches Hallöchen hier zu einer weiteren Folge Orient the Blind Forest. Ja, wir sind hier stehen geblieben im Nebelforst und wir müssen dem Wald helfen, wieder zu leuchten und müssen dafür das eine Azus, ich weiß es, Azus-Fackel? Ich glaube, es war Azus-Fackel, finden und dann das Leuchtfeuer wieder entfachen. Doch der Wald macht es uns nicht einfach, denn es ist ein verwunschener Wald und er möchte, dass wir uns verlaufen und nie zu unserem Ziel finden. Die Map hier verändert sich die ganze Zeit und dann gibt es hier noch so störende Gegner. Wir haben schon 3 Portalsteine gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir benötigen. Und ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo wir hin müssen. Deshalb schaue ich mal darauf. Oh, nein! Ich habe jetzt eine Zeit nicht mehr gespült. Ich glaube, es waren 2 Wochen. Ich muss mir jetzt mit der Steuerung wieder einfinden, okay? Also, bitte, ja, seid nicht böse oder so, weil ich jetzt wieder mal kacke spüre, aber das müsste jetzt mittlerweile eh schon gewohnt sein. Hä? Ori, was ist los mit dir? Willst du mir jetzt ernsthaft verarschen? Hä? Kleiner Ori, willst du mich verarschen? Also hüpf jetzt aber drüber! Ich komm da glaube ich nicht drüber, kann das sein? Wow, das ist ja mal ein Stirb einfach. Stirb, hoppala, meine Lampe. Das ist jetzt schon wieder ein super toller Start hier. Also ich hüpf jetzt einfach mal darüber. Und hüpf dann darüber. Boah, doch, da greift uns an. Nicht mit uns, kleines Vieh. Aber was ist da unten? Soll ich mal da speichern? In der Nähe von Feinden. Ich sehe keine Feinde, Leute. Seht ihr da Feinde? Ich fahr auch mal da rüber. Okay, kommt dann immer weg, Kette, komm nicht mehr weg! Das ist nicht gut, das ist nicht gut, meine lieben Leute. Also das heißt, ich muss sowieso darüber. Das Vieh. Genau, ich kann mich an der Wand einhalten, fällt mir gerade ein. Aber wie komme ich dann da hoch? Oh! Blödes Vieh! Aha! Okay, wir haben jetzt alle Portalsteine. Also ich schätze mal, es sind 4, ich schätze mal, immer nur 4 braucht. Aber da drüben ist so ein Kristall. Das heißt, wir müssen da... Ah, schaut, das ist da die Mauer zu. Das heißt, wir müssen sowieso da hoch. Mann! Entschuldigung. Schieß mich ja nicht ab, du behindertes Viech, ganz ehrlich. Boah, das ist jetzt wieder mal so eine richtige Scheiß-Loser-Folge, wo ich mich jetzt schon wieder so aufreg, weil ich irgendwelche Tasten druck, weil ich so... Ja, hupf halt da runter. Freunde, wir müssen darüber. Es hilft nichts. Rüber! Wie komme ich denn da hin? Aber Schatz, mir, da geht's ja noch weiter. Macht nix, was anderes. Oh!
Okay, wir sind jetzt da oben. Ja, Mann. Okay. Puh. Yes. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ich würde jetzt da nochmal speichern. Mann, weil ich halt immer wieder da rein... Schaut mal, da ist er. Okay, er schaut zwar feurig aus. Ey, schaut mal, kann ich jetzt abschießen? Oh nein! Muss ich sicher abschießen und dann... Ho! Ich hab's geschafft. Aber wir's... Ich weiß nicht, wo wir... Da war doch jetzt unten nur ein Weg. Oder? Okay. Ah, ich hab keinen Plan, ob das richtig ist. Sollen wir vielleicht den anderen Weg schauen? Benutze das Stampfen oder die Stichflamme, um den Weg frei zu machen. Hä? Also normalerweise kann man die Tipps nur, wenn man es wirklich braucht. Ich glaube, wir müssen da noch nicht lang. Oh, jetzt lebt das Viech wieder. Mann! Alter! Okay, jetzt muss ich mich mal wirklich konzentrieren. Aber Leute, ich muss halt wirklich auch erst wieder reinkommen in das Spiel. Okay, ich schwebe jetzt einfach mal da rüber. Jetzt komm ich da nicht hoch! Also, das ist mal die. Loser-Folge. Okay, bleib jetzt ganz dicht da drüben. Ja, das ist schon mal gut. Es ist ja da irgendwo ein Weg frei geworden. Aber ist es da unten? Oder ist das jetzt eh der Weg da oben? Ich weiß nur, dass ein Weg frei geworden ist, Leute. Ich glaube, es war gar kein Weg da herunten. Das heißt, ich war vorher eh schon richtig. Super. Das frustriert mich jetzt überhaupt nicht. Schieß! Oh Gott.
immer so ein Problem, weil ich immer so nervös bin, Leute. Ich bin immer so verdammt nervös, wenn dann Gegner da sind und überall leuchtet und ich werde abgeschossen. Und dann bin ich mal kurz vor tot. Und dann ärgert die mich. Dann funktioniert die Steuerung nicht wieder so, wie ich mag. Das ist ein Wahnsinn, Leute. Also, ich weiß nicht, bin ich die Einzige, was da immer Probleme mit der Steuerung hat? Meinst du, komme ich da durch? Wahrscheinlich kommt er da ganz locker durch, nur ich nicht. Geht doch! Okay, ich komm sicher da durch, oder? Speichern. Geil, ich bin durch. Aber da war vorhin so ein Tipp mit dem Stampfen und der Stichflamme. Was ich noch nicht check, wieso ich den Tipp gekriegt habe. Ah, das ist ein behinderter Fisch. Ich finde gut, dass wir es geskillt haben, dass wenn ich so ein Speicherding mache, dass ich dann Leben kriege. Da war doch gerade so ein komisches Geräusch, oder? Oder ob nur ich das gehört? Ja, mich wundert gar nichts mehr bei mir, ganz ehrlich. Wundern daran es mich nicht mehr bei mir. Dass ich komische Geräusche anhöre. Nein. Boah, den hat jetzt weggefetzt. Was willst du von mir? Aha, gut. Also da unten ist einmal ein Frosch. Ich schau mal, was da oben ist. Toll, das hat voll gut funktioniert. Huah! Ah, habt ihr es gesehen? Da oben ist was. Komm schon! Ist der jetzt runtergekupft? Oh Mann, so ein blöder Frosch. Na, so funktioniert das nicht. Okay. Ist ja wurscht, dann gehen wir einfach mal da runter. Ich ne, das können wir. So. Okay, es geht da unten weiter, aber ich kennt jetzt. Meine Schweine, die quietschen schon wieder so. Ich glaube, die haben schon wieder Hunger. Boah, wie oft die speichern dürfen. Vielleicht kennt ihr ja da rauf. Ja, oh Mann! Aber die Gegner, die kann ich irgendwie nicht hernehmen zum Hupfen, oder? Also, dass ich da so an. Mist, die kommt da nicht mehr hoch. Na gut, dann hat sich das eh erledigt. Dann gehen wir einfach mal da runter. Aha.
Ja. Oh, 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 oh mein Gott. Okay, ihr habt gespeichert. Theoretisch ist es ja egal. Wisst zwei. Okay. Okay, die schießen schon mal nicht. Das ist gut. Aber ich ahne Böses, meine lieben Leute. Wie komme ich denn da hoch? So nicht, meine lieben Freunde, so nicht. Oh mein Gott! Umher, Leute. Ist klar, dass das nichts wird. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Ich sag jetzt nichts. Ja. Okay, ich muss abwarten. Das fährt aber schnell. Der hat's eilig. Kein Problem für uns. Timing ist alles, meine lieben Leute. Ich hüpf darüber. Ah. Also, ich wäre ja jetzt einmal sehr dankbar. Mist, das ist immer gedacht, wenn er abschießt. Also ich wäre sehr dankbar, würde ich sagen, wenn wir mal endlich die Azus-Fackel finden. Ist das lame, wenn ich das so mache? Schon, oder? Aber ist mein Gott, da lebt sogar noch was! Ich bin ja nicht blöd, ne? Das wird mir jetzt zwar keiner glauben, aber ich weiß, dass ich das da reinstampfen kann. Jedoch habe ich keine Ahnung. Okay. Das ist jetzt aufgegangen. Für irgendwas wird das schon gut sein, Leute. Ah, das ist das. Kann ich glaubt es darüber auch? Mann, ich finde das so blöd, dass wir kein. Wir gehen die Map auf. So. Ey, wir sind gleich am Ziel! Rein, 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 rein! Sehr gut! Ohohohoho! Erfahrungspunkte! Ja, und
Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist viel zu stressig für mich, Leute. Aber mal schauen. Da oben gibt's eins. Oh ja, das ist immer gut. Immer schön die Spinne reinhüpfen, Leute. Das ist die beste Taktik, ich sag's euch. Boah, habt ihr jetzt die Mut gesehen? Mal speichern. Da ist ein lieber kleiner Frosch, den wir mal benutzen, um da hochzuspringen. Der rastet da unten gerade aus, aber es ist mir völlig egal. Okay, wie ihr gesehen habt, da oben war nichts Interessantes. Irgendwie schaut es da gerade ein bisschen unheimlich aus, findet ihr nicht? Oh Gott, das schaut so nach Endboss aus. Alter, wie ich einfach nur wild durch die Gegend schießt, sind das zwei? Da rein. Ach, da ist eine Fliege. Ach, ich hasse Fliegen. Okay. Tot, oder? Oh Gott sei Dank. Ah, die Leben sind auch wieder da. Wow! Und der Frosch ist auch wieder da. Sehr gut. Da jetzt nochmal speichern. Können wir vielleicht da hoch? Gibt's da was? Gibt's da was? Nö. Nö. Gut, sehr gut, hey. Aber ich glaube, das waren, war das jetzt auch so ein Wurm oder waren das zwei? Wow, schaut mal, ich hab da einen coolen Geheimgang gefunden. Sicher nicht geheim ist. Ah, schaut's, da oben ist was. Da ist das Portal. Okay. 1, 2, 3, 4. Das ist die Fackel. Okay, sehr gut. Wir haben jetzt die Fackel. Jetzt müssen wir nur mehr, upala, müssen wir nur mehr zurückgehen. Ich mach nur geschwind schauen, ob da noch was ist. Da ist so Froschi. Ohoho. Aber hallo. Okay, sonst gibt's da eh nichts. Gut, dann holen wir uns mal die Fackel. Hobbys? Ja, aber Leute, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss jetzt wieder zurück. Aha, okay. Also mit Shift kann ich es fallen lassen und wieder aufsammeln. Die muss uns ja voll verbrennen. Das ist ja Fackel, wisst ihr, was ich meine? Okay, ich kann nur mehr einmal hüpfen. Also ich kann eigentlich keine Fähigkeiten mehr benutzen. Oh, da
ist was. Was, wie soll ich denn das schaffen? Na, ich hab's fallen lassen. Ach, Gott sei Dank. Okay, aber kann nur schießen, das ist schon mal gut. Ich werde kurz schauen, was da oben ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Okay, da waren wir schon. Ich weiß, dass wir da schon mal waren. Aber was ich da jetzt alles eingesammelt habe, keine Ahnung, Leute. Da sind wir eh schon. Ja, Mann. Wir entzündeten die verhüllte Laterne und sie lichtete den Dunst. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen. Das Gumon-Siegel wurde gefunden. Tada! Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Jo. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Bitte, lieber Sein, zeige mir den Weg. Aha. Ziel, finde das Gumon-Siegel, das im Nebelforst versteckt ist. Das haben wir ja eh schon gefunden, weil wir sind hier so super duper. Neues Ziel, betritt die Elendsruinen und stelle sie wieder her. Ah, Schatz, Nebelforst haben wir 100%. Das ist schon mal gut. Gibt es dann irgendwelche Gegenstände zum Einsammeln? Okay, wir haben dann schon wirklich alles eingesammelt. Wir sind ja richtig cool drauf. Ist ja Wahnsinn. Okay, wir müssen da jetzt zurück. Naja, was heißt da nicht weit? Aber... Leute, wir haben da so Kartenfragment. Ich will jetzt nicht mal speichern. Jo, aber ich hab gerade gesehen, es ist schon wieder Zeit für eine kleine... Oh Gott, das ist ein Rhinoceros. Oh, Rhinoceros. Oh nein. Ah. Naja. Ich mache jetzt für diese Folge Schluss. In der nächsten Folge stellen wir uns dem Rhinoceros und... betreten die Elendsruine, denn wir haben gerade den Schlüssel dafür gefunden. Und dann geht's ab zum Element des Windes. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann.